So, da sind wir. Und dann würde ich sagen, wir machen uns mal ein Energieschild. Und ziehen wieder eine große Runde, ne? Ich glaube, da war zum Beispiel einer. Hier ist irgendwo immer wieder einer gewesen. Ich weiß nicht genau, es müsste ja genug Zeit vergangen sein, dass die nachspawnen. Ist dann Pilz? Ja, da sind sogar zwei. Hör damit und hör damit. So, ich gehe hier mal eine großzügige Runde. Ah ja, die Baumstümpfe, die könnte ich noch mitnehmen. Wo wir gerade dabei sind. So. Und hier auch. Und da sehe ich noch zwei Pilze. So. Und noch ein. Da kommt ein Feind. Und bewirf ich mit Stein. Das ist natürlich richtig dreist. Halt! Muss gar nicht abhauen. So. Perfekt! Und dann gehen wir mal hier lang. Hier sind ebenfalls noch mal ein paar Pilzis. Aber ich sehe keinen einzigen Askwin. Da sind noch mehr Pilze. Alter, ist hier viel Wald. Die Morgenhöhle haben wir schon abgeklappert. Da ist ein Askwin. Zwei sogar. Schade, dass ich nicht sehen kann, ob die. Also wie viele Sterne die haben. Oh, da ist ein Spawner. Also man kann es an der Farbe erkennen, aber ich erkenne die Farbe natürlich nicht in der Dunkelheit. So, er kommt. Ich gehe mal hier so hin. Oh, einen Moment. So, sorry, wieder das Sounddingens. Oh, zwei Sterne, Askwin! Scheiße. Schnell. Das Kruppzeug weg. Schnell. Ja, ich habe keine Zeit für euch. Und du bleibst schön hier. Und du, mein Freund. Okay, jetzt keinen Fehler machen. Nein. Du explodierst bitte nicht. Du kommst mal schön her. Oh, Alter, gib mir gerade die Pumpe. So. Halt. Tschüss. Okay. Komm her. Wo ist er? Da ist er. Ich muss ihn rumlocken. Energieschild. Ey, der macht uns sowas von down, ne? Ein Treffer und wir sind tot. So, hier bin ich, mein Freund. Siehst du mich? Erstmal mache ich dich platt. Okay. Verdammt! Die ganzen Feinde nerven mich. Ich habe keine Zeit für euch. So, der Aswin. Hier lang bitte. Der läuft weg. Warum? Lauf mal bitte nicht weg. Hey, nicht weglaufen. Nein! Wo läuft der denn hin? Okay, ich hole ihn. Ich gehe nach vorne, mache eine Tür an. Ey, er läuft ganz nach da hinten. Warum denn? Ich muss ihn nach vorne locken. Das ist er, oder? Nee, das ist der mit keinem Stern. So. Und dann mache ich mal... Huch! Oh. Scheiße, der darf bloß nicht despawnen. Ey, ich muss mich voll beeilen. Scheiße, Mann, mir geht gerade voll die Pumpe. Los, töte ihn. Und 6. Und let's go. So. Auf Wiedersehen und schnell zum Askwin. Da ist er. Hier bin ich, Diggi. Komm her. Hier. Hallo. Ja, danke schön. Und jetzt schön mir hinterherlaufen. Hier lang. Lauf. So, hier lang. Scheiße, da kommt er nicht drüber. Hier lang. Hier rum. So. Wow. Hey, ganz ruhig, Buddy. Ganz ruhig. Der macht mich sowas von tot.
Scheiße! Nein! Scheiße, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Nein! Nein! Ah, scheiße, 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 schnell! Beeil dich, Ladebildschirm, beeil dich! So, scheiß auf Ausgut. Los, 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 los! Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wie spät es ist. Es könnte jeden Tag morgen werden. Jede Sekunde morgen werden, meine ich. So, schnell nach unten. Und ich nehme mir Lebenszeugs, oder wie jetzt, oder was? Das rein, das rein, das rein, let's go. Dann den hier und let's go. Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott! Ich will die Chance nicht entgehen lassen. Fuck! Fuck! Es ist gerade Tag geworden. Es ist gerade Tag geworden. Scheiße, bitte nicht, bitte nicht. Der ist jetzt weg, ne? Gut. Naja, gut. Naja, gut. Tja. Fuck, erregt. Ey, fuck. Ey, regt mich das gerade auf. Wir hatten einen. Oh nein, ey. Weil der ist ja jetzt despawned, oder? Oh Mann, jetzt verzieh dich mal. Ja, der ist ja nirgendwo mehr. Oh, ist das gerade ärgerlich. Ist das ärgerlich gerade, ey. Was? Ich trag zu viel? Digga, dann schmeiß den Scheiß weg. Ja. Super. Das hat ja hervorragend geklappt. Immerhin wissen wir jetzt, dass es... Oh Mann, oh, das ärgert mich gerade voll. Ja, ich verzieh mich hier. Ganz ehrlich. Und, ja. Chance vertan. Was machen wir? Wir wurden vollkommen abgelenkt von dem ganzen Scheiß drumrum. Und das, will ich auf gar keinen Fall, dass sich das wiederholt. Wir machen das gleiche jetzt nochmal. Wir gehen jetzt mal kurz rein. Boah. Also die Aufnahme ist gerade echt wirklich, wirklich unsatisfying. Zuerst dieses ewige Rumgefriemel mit da unten. Und da sind wir immer noch nicht fertig, weil ich den hier auch noch vergessen habe. Und jetzt haben wir den 2-Sterne-Askin verkackt, ey. Oh, ärgert mich das gerade. Meine Fresse, ärgert mich das gerade. Ehrlich, diese Aufnahme steht echt nicht unter einem guten Stern. Gut, nochmal, dann machen wir das, was wir jetzt gerade gelernt haben. Also wir haben jetzt gerade dazu gelernt, wir können das so nicht machen. Wir brauchen viel mehr Spielraum. Wir brauchen viel mehr, ne? Also es darf nichts uns im Weg sein. Und deswegen schmeiße ich hier jetzt mal den Stuff weg. So. Dann packe ich die Sachen in die Schiffstruhe, warum nicht? So. Und so. Und geh nochmal rein und mach diese scheiß Spawner und alles drumherum kaputt. So. Jetzt reicht's mir nämlich. Huch. Oh. Das war jetzt ja sehr drohend. Und außerdem war hier noch irgendwo ein Feind. Der macht hier bestimmt nachher alles kaputt. Deswegen bringe ich den mal kurz um. Ein Krieger war hier doch noch. Der ist mir nicht hinterhergelaufen. Doch, da ist er. So, Buddy. Tschüss. Und dann nehme ich den Feuerball und mache diesen verdammten Spawner da hinten weg. Oh, der hat mir gerade so einen Strich... Oh Mann, ärgert mich das gerade. Wie lange müssen wir jetzt warten, um wieder einen zu finden? Wisst ihr, was ich meine? Oh. Hä? Ah, da ist der Spawner. So, du stirbst. Ja, ich weiß, du beballerst mich. Ich habe überhaupt keine Chance gegen dich. So, du stirbst. Kahngeier, natürlich werden wir wieder
vollkommen überrannt. Tschüss. Energieschild gebrochen, natürlich. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir mittlerweile ein beachtliches Blutlevel, also Blutmagie-Level. Aua, nein! Das war's. Wow, ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch, oh Gott. Gut, ja, dann hol ich mir mal die Kontrolle zurück. Tschüss. Du gehst mir am meisten auf den Zeiger, Alter. Tschüss. Ja, die hauen wieder ab. Haben wohl Angst vor mir. Die wissen wohl, was besser für sie ist. Piu. Und piu. So. Und jetzt stelle ich mich hier oben hin. Und mach das Ding kaputt. So geht das, ne? Sieht gut aus. Ich stelle mich mal hier auf den Stein. Da rutsche ich nicht so. So. Und nochmal. So ungefähr. So weit vorn, so. Da treffe ich den Baum. Irgendwie treffe ich nicht, ne? Oh, Digga. Ich muss ein bisschen dichter dran, glaube ich. Und diese Knochen baue ich auch gleich ab. Okay. Ich könnte einen Trank ballern, damit es schneller geht. Aber den will ich lieber für Notfälle aufbewahren. Wenn ich so mache, treffe ich dann. Sieht gut aus, ne? So. Oh, ja, stimmt. Ich bin nicht gut ausgeruht. Weil ich ja sofort losgegangen bin. Das ist natürlich ein bisschen unpässlich. Bezogen auf unsere Mana-Regeneration. Aber gut, was soll's. Hauptsache, das Ding geht kaputt. Geht das Ding mal kaputt, bitte? Oh, jetzt komm schon. Treffe ich überhaupt? Ich glaube ja, oder nicht? Das war zu hoch. Ich versuch's einfach. Immerhin treffe ich auch noch die. Also verschwendet sie die Feuerbälle nicht. Ich mache ein bisschen höher. Da kommt ein Kollege. Das Ding geht einfach nicht kaputt. Ich frage mich, ob ich überhaupt treffe. So, die Kohle, die nehme ich mit. So. Da liegt noch Truthahnfleisch, das nehme ich auch mit. Und Aegis. So. Tschüss. Und dann mache ich jetzt endlich das Ding da hinten. Nicht kaputt. So, jetzt aber. Komm schon. Ein Stück höher vielleicht. Also wenn die nicht treffen, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir mal gezählt. Das waren irgendwie 9 oder so, ne? Die wir brauchten. Müsste das Ding da nicht schon längst zerstört sein? Weil wieder einfach alles drumherum brennt. Einen noch und dann kümmere ich mich um den Kollegen. Kein Plan, was da los ist. Warum ich die nicht treffe. Also warum das so lange braucht. So, hier ist noch Loot. So, und wisst ihr was, ich baller mir jetzt einen Trank, weil wir nicht gut ausgeruht sind. Piu. So, Feuerball. Und jetzt macht das Ding da endlich kaputt. Komm schon. So, ein bisschen höher. Oder schieße ich die ganze Zeit davor? Bin ich bescheuert? Jetzt ist er kaputt. Endlich. Gott sei Dank. So. Dann hier noch das Ding.
Und aufpassen, dass es nicht in die Lava rollt. Vulkan-Geier-Eier. Her damit und her damit. Dann haben wir noch ein bisschen Holz. Das nehme ich auch noch mit. Puh, oh Mann, ey. Das wird dem Zersteller abfinden. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Sonst ärgere ich mich nur noch mehr. Aber diesmal sind wir ja besser vorbereitet. Und nächstes Mal, ne, Altür an. Das war gar nicht schlecht. Aber, ey, der hat uns dann... Das hat doch an Ausdauer gemangelt. Ich hätte, glaube ich, einfach Tränke trinken sollen. Hätten das geschafft. Hätte, hätte, Fahrradkette. Was laber ich hier? Habe ich ja nicht gemacht, also... Denke ich lieber nicht drüber nach, sonst ärgere ich mich nur noch mehr. So, weg damit, Ascheholz. Gut. Dann hier das Zeug mache ich auch mal weg, damit der Aspen dann hier nachher einfach schön entlang spazieren kann. Hm, ich stelle mich mal hier auf den Stein. Ja, Ausdauer, ne? Komm. Och, Digi. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Och. Das Spiel ist heute schon wieder echt eine Probe, ne? Bin ich ganz ehrlich. Was, wo kommen... Eben gerade war, haben wir alles besiegt. Ich drehe mich um und da sind drei Feinde auf einmal. Aus dem Nichts. Wo kommen die her? Immer. Und ein Aspen natürlich. Kommt auch nochmal von hinten. Natürlich. Natürlich kommt er das. So. So, Aspen, du kommst hierher. Weil ich bin noch nicht gut ausgeruht. Das ist natürlich sehr ärgerlich gerade. Deswegen baller ich mir noch einen Trank. Und auf Wiedersehen. Dein Loot nehme ich auf jeden Fall mit. Hm, da schmeiße ich sogar Knochen und das hier weg. Sogar vor allem. Sogar Knochen. So, weg damit. Mit dem hier ebenfalls. Gut. Und jetzt mache ich hier das Holz noch weg. Und dann hauen wir hier ab. Ne? Welch finsteres Kapitel. Reden wir nicht drüber, ne? Reden wir nicht drüber. Ist nie passiert. Wann wir wohl endlich einen Zwei-Sterne-Asquin finden? Gibt's die überhaupt? Oh Mann. So, auf Wiedersehen. Der hat natürlich nochmal ein Schild zerbrochen. Natürlich hat er das. So. Na komm. Und weg damit. So, da hinten liegt noch Holz. Und Harz. Das würde die spawnen. Das Harz nehme ich mit. Anstatt zwei Federn. Und das hier baue ich auch noch ab. Und den hier rette ich schnell, weil der ist hier dran. Nicht so machen. Oh oh. Das will ich natürlich auch. Dankeschön. So. Und so. Das da lasse ich da schön liegen. und das war's. Komm. Wir haben jetzt einen Durchgang gemacht. Beziehungsweise. Der kam hier nicht durch, ne? Wenn ich mal kurz das hier wegkloppe, geht das. So zum Beispiel. Warum ist das eine gelb und das andere weiß? Macht doch gar keinen Sinn. Warum mache ich da extra Schaden, aber hier nicht? Bringt das überhaupt was? Keine Ahnung. Oh, ist gar kein Bauteil, kann das sein? Hm, ich glaube, dann lasse ich es einfach. Man könnte ihn hier vorbei lotsen. Ja, das ginge. Oh, hier ist auch ein Aspen gestorben. Mit einem Loot. Hier sind Grausten und Grausten. Ja, nee. Gut. Ja, nee, da verziehe ich mich hier. Bin ich ehrlich. So. Was sich aufsammeln lässt, sammle ich auf. Aber das ist so gut wie gar nichts. Dich muss ich umbringen. Jetzt machst du hier die ganze Bude kaputt. Ich weiß, der hat einen Stern. Ist mir trotzdem egal. Aua!
Oh, so. Der ist schon mal ausgeschaltet. Energieschild. Da war doch noch ein zweiter, ne? Da hinten. So. Das Aspenzeug da hinten hole ich mir nochmal. Zack. Dann mache ich dich platt. Kommt bestimmt gleich wieder ein Gegner von hinten an. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Was ist denn aus meinen Ashlands geworden? Und piu. So. Und den anderen, da warte ich mal noch, bis der, mein Mana voll ist, damit er da nicht angreift. Ah, doch, er dreht schon. Da ist sogar noch ein Askwin. Zwei. Einen locke ich mal schon mal hierher. Ah, es kommen beide. Gut. Dann komm du zuerst. Ach, der ist ja auch fast down. Sehr gut. Und hat mich trotzdem mein Energieschild weggemacht. So. Die Trophäe hätte ich auch gern, statt das hier. Und dich locke ich mal hierher. So. Puh, dann dein Loot auch noch und auf Wiedersehen. Nicht sie weg hier. Oh, sie haben einen Teil der Treppe schon vernichtet. Da muss ich schon jumpen, genau das meine ich. Ist natürlich entsprechend gefährlich, weil dann kommen wir ja auch nicht mehr hoch. Ich müsste dann irgendwas aus Holz bauen, ne? Stimmt, kann ich ja. Ich kann ja einfach Holz schlagen und mir da eine Holztreppe stattdessen hinbauen. Also so oder so ist es nicht so schlimm. Aber wenn sie die Säulen unten wegreißen, dann kracht der ganze Turm ein. Das wäre schlimm. So, hindurch. Gut. Wie übel unsatisfying. Aber gut, was soll's. Ich gehe mal nach hier unten. Schmeiß mal die Tränke da rein. Dann können wir nämlich mehr aufsammeln. So, laggedy lag natürlich. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Marmor. Heute haben wir auch ordentlich gefunden. Aber bevor ich jetzt hier wieder überall hinrenne, haben wir noch Holz und Ascheholz. Das kommt hier rein. Und hier. So. Oh, noch mehr Marmor. Stein. Dann Knochen, Ascheholz schon wieder. Edelholz sogar zwei. Was haben wir hier? Alles genau, was nicht Holz ist. Gut. Dann, ja, das Kleinviehfleisch. Hier rein. Fische und Reptilien. Hier rein. Trophäen dort. Dann Knochen hatte ich hier reingemacht, ne? Die speziellen Knochen. Feuer. So. Harz. Hier unten. Durchgerannt. So. Dann Marmor hier rein. Spare ich mir jetzt aber mal, das noch umzubringen. Ist auch gerade noch okay. Oh, wir haben sogar drei Erz gefunden. Ich glaube, das war in den Kisten der Zwerge, ne? Ich weiß es nicht genau. Knochen hier. Dann Gold, Asche, Holz, Holz. Asche, Holz und Holz hier rein. Die Kohle kommt noch da unten. Dann haben wir hier Möbel. Kohle, Eggs, Gold. Monsterorgane. Kräuter und Pilze. Halt. Ja doch, hat sich richtig einsortiert. Dann Eggs und Häute. Eggs kommen hier rein. Und die Häute hier. So. Zack. Sehr gut. Und dann haben wir hier unten noch das Erz und die Kohle. Die bringe ich auch mal nach unten. Und außerdem sind die Barren fertig. Das ist natürlich erfreulich. Damit. Oh, das passt hier gar nicht rein, ne? Doch, es passt doch genau rein. Ein Barren würde noch reinpassen. Sehr gut. Aber wir haben sowieso keine Erze mehr, um es neu einzuschmelzen. Also passt schon. Ich mach mal so und so. So. Oh, das sieht ja von unten auch voll geil aus. Ja. Doch, das machen wir echt so. Auch wenn es teuer ist und sehr viel Ascheholz kostet. Stimmt. Wir haben doch jetzt Ascheholz gesammelt. Das können wir eben noch machen.
Wir ziehen hier noch den Rahmen eben zu Ende. Hatte ich ja schon soweit alles vorbereitet, dass wir nur noch die hier nehmen müssen. So. Ah, nee, gar nicht. So und so. So, da. Dann den hier ran. Einen da und einen so. 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 Und hier. Und dann nur noch die kleinen. Und da. Huch, laggedy lag. Natürlich laggedy lag, weil er speichert. So. Oh ja. Das sieht voll geil aus. Vielen Dank für den Tipp, Maria. Das werden wir auf jeden Fall so machen. Und dann in den anderen Etagen auch. Voll edel. Und auch diese Muster, ne? Das sieht zwar jetzt ein bisschen chaotisch aus. Ja, also schönes Muster wie hier ist es jetzt nicht mehr. Aber es ist trotzdem ja immer noch parallel, ne? Also so immer noch parallel. Und deswegen... Vielleicht hier ein bisschen zu viel auf einmal, ne? Aber ich find's okay. Ich würde es so lassen. Und dann gucke ich mal. Ich nehme die Tränke mal wieder raus, weil die können wir bestimmt alsbald wieder gut gebrauchen. Und außerdem nehme ich natürlich den hier wieder raus. Zack. So. Und dann würde ich sagen, also die Aufnahme war ja echt der Wurm drin. Aber so ist das nun mal manchmal. Und dann hoffentlich haben wir dann beim nächsten Mal mehr Glück. Und vor allem, dass wir den 2-Sterne-Askeln. Ich bin auch ganz ehrlich, das war übel asozial, dass wir den Askeln hergelockt haben und warum auch immer er dann weggerannt ist. Ne? Wäre er nicht weggerannt, hätten wir die Situation... Also, das hat uns ja extrem viel Zeit gekostet. Der ist ja einmal komplett... Weiß ich nicht, warum er weggerannt ist. Weil er das Interesse an uns verloren hatte vielleicht? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehr unsatisfying. Ich hoffe, alsbald finden wir einen zweiten und dann wird das auch was, weil jetzt haben wir es ja ein bisschen besser vorbereitet. Ich hoffe es einfach, weil die Stelle, die wir da haben, da sind ja schon sehr viele Askens immer, ne? Deswegen will ich da auch immer wieder gerne hingehen. Aber das machen wir dann nächste bzw. übernächste Aufnahme, weil so schnell spawnen die ja nicht nach. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und auch gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.